Hallo liebe Cats und herzlich willkommen zum Podcast auf Power Nummer 25 mit euren Moderatoren Sailor Cat und Das Mad-Eye. Yay! Ich sehe... Nein, ich mache keinen Witz mit Pika Blue, verdammt. Okay, du siehst einfach nur, ja. Genau, ich sehe. Ja, weißt du, bei Mad-Eye und so, ich dachte, mir fällt irgendwas Doofes mit wegen Pika Blue ein, aber nee. Egal. Ich muss übrigens was korrigieren. Bei der letzten Folge, ich glaube, es war Kontrollübernahme, Taking Control, haben wir gesagt, das Intro hat sich nicht geändert. Das stimmt nicht. Nee. Es hat sich geändert, dass der falsche Hordak bei der Serientitle-Card bei den Rebellen steht. Hä, der steht da? Ich hab bei diesen Folgen geguckt und ich hab den da nicht stehen sehen. Ja, der ist klein. Der kann einem schon mal, kann man schon mal übersehen. Warte, das muss ich jetzt kurz nachgucken. Also ich habe ihn nämlich entdeckt und habe gesehen, seit wann steht er da schon? Und dann habe ich zurückgeguckt bis Folge 6 und aha, ab da. Ach, da, ganz hinten. Ja, yeah, okay, kann man schon mal übersehen. Ich habe sogar geguckt, ob der da steht und ich habe ihn nicht gesehen. Okay, wieso hast du dann nach ihm gesucht? Ja, bei dieser Folge hier meine ich. Ach so. Ja, und wie gesagt, der steht da schon seit Folge 6. Also es ändert sich schon seit Folge 6, das Intro. Okay, okay. Zwar nur minimal, aber immerhin. Ich habe auch nur eine kleine Korrektur, auch wenn die mittlerweile wahrscheinlich schon offensichtlich ist. Ja, weil ich habe halt gesagt, vor einigen Folgen, Horde Primes Ziel ist es, dass er alles Leben im Universum auslöscht, weil Leben sowieso scheiße ist. Naja, fast. Also, das Leben, wie es jetzt ist, das findet er scheiße, das soll alles weg. Aber er will ja schon dann wieder was Neues aufbauen und die Leute gegebenenfalls brainwashen und halt reinigen, damit die auf seiner Seite sind und alles, was nicht gereinigt wird, es kommt halt weg. Ja, weißt du, wie ich das verstehe? Ja. Hm? Wenn der fertig ist, dann gibt's nur noch Klone, sprich nur noch ihn. Ja, yeah, genau. So in etwa. Also es ist nicht ganz das, was ich gesagt habe vor ein paar Folgen. Okay. Aber ähnlich. Ich hab mich auch gewundert. Also irgendwie dachte ich nämlich, der will schon selber gerne das Universum überleben. Ja, ja doch, das schon. Aber er ist halt trotzdem so dieses, das Leben, so wie es jetzt ist, das ist total minderwertig, das muss weg. Das kann weg. Ja, das mache ich besser. Okay. Folge 46 und damit die siebte Folge der Staffel, The Perils of Pika Blue. Und nein, nicht Meryl, sondern Pika Blue, also wie Peekaboo, also wie Pfau. Aber heißt es das wirklich? Weil ich habe das sogar vorhin nachgeguckt, weil ich mir dachte, die Gefahren des Peekaboo, das klingt so weird irgendwie, dieser Titel. Dann habe ich geguckt, ob das irgendwas anderes heißt. Und ich habe gefunden, es heißt Kuckuck, aber halt dieses Kuckuck-Spiel, was man mit kleinen Kindern spielt. Weißt du, also wo man sich die Augen zuhält und dann guckt Kuckuck. Okay. Das heißt Peekaboo. Was heißt denn dann V? Ich dachte, das heißt V. Peacock. Okay, deswegen vielleicht meine Verwirrung. Ja, es klingt schon ähnlich. Also ich denke, das ist auch beabsichtigt, dieses Pun, dass Peak wie gucken und Peak wie in Peacock sehr ähnlich klingt oder fast eigentlich gleich. Ja, okay. Also, du hast recht. Ich lese gerade, hab's gerade nachgeguckt. Ich dachte immer, das heißt V. Okay. Tja. Also ich weiß aber auch nicht. Ja, gut. Ich meine, klar, Pfauen haben ja diese Augen auf den Federn. Von daher passt das mit dem Hingucken schon. Nur, naja, ich verstehe halt diesen deutschen Titel, also dieses Gefahren des Peekaboo, ich finde, das klingt immer noch weird, wenn das einfach nur ein Name ist. Ja, Moment, aber es heißt ja auch Perils of Peekaboo, nur halt eben, also es ist auch da schon der Name. Ja, das meine ich ja, aber ich finde, das klingt trotzdem weird, so als wäre Peekaboo keine Person, sondern irgendwas anderes, so die Tiefen des Ozeans oder keine Ahnung. Ach so, Ja, ich denke, das haben sie gemacht, weil Peekaboo ist ja schon mal erwähnt worden. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch nur mir so vor, dass das komisch klingt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, wollen wir jetzt schon mal kurz was über Peekaboo sagen, oder? Nö, ich würde das sagen, wenn es soweit ist. Okay, weil der Peekaboo-Redcon, naja, okay. Ja, zunächst mal versucht sich Adora auf She-Ra zu konzentrieren und es klappt so gar nicht.
Naja, was heißt so gar nicht? Sie kann schon Reaktionen triggern, aber so, ja, sie übt halt das She-Ra-Ding, ne? Naja, das Ding ist halt, sie kann sich nicht konzentrieren, weil alle um sie herumstehen und ständig jemand reinkommt. Und Catra kommt rein mit: Oh, stören wir gerade Adora? Setzt sich auf ihren Schoß. Es ist aber so niedlich, wie sie sich da hinsetzt. Ja, geil, ne? Setzt sie auf den Schoß, einfach nur um Adora zu nerven. Und dann so, ja, ich kann mich nicht konzentrieren, kitzelt sie mit dem Schweif unter der Nase. Ja, also die Chemie zwischen Catra und Adora ist schon geil, aber auch generell die Chemie von Catra und den anderen in dieser Folge ist geil. Ich finde es in der nächsten Folge sogar noch besser, ehrlich gesagt. Ah, ja, okay, ja, ich meinte wahrscheinlich die nächste. Da fällt mir eigentlich ein, also wenn du so eine menschliche Katze hast, ne, so eine Catra halt, ne? Wie höflich würdest du es finden, wenn die dir einfach ihren Schweif unter die Nase hält? Meine Katze macht das die ganze Zeit. Ja, aber deine Katze ist halt eine Katze und kein wirklich intelligentes Lebewesen. Ich fände das, wenn eine Tja. Person das macht, reichlich unhöflich. So, ey, dein Schweif, der schleift ab und zu auf den Boden, der hält ihn nicht in mein Gesicht. Ja, okay, Ja, wie gesagt, true. eine Katze, klar, eine Katze macht das laufend, aber eine Katze ist halt eine Katze. Gut, Catra ist auch eine Katze. Na, passt schon. Also zu Catra passt's irgendwie. Ja, das stimmt schon. Okay. Ja, und dann fragen sie sich, was in Etheria passiert. Weirdes Zeug. Ja, sehen wir das jetzt schon? Ja, Ja. okay, genau. Die auf Etheria zurückgebliebenen kostümieren sich für ein Underwater-Party-Adventure. Nein, nein, ein geheimes Unterwasser-Party-Abenteuer. Das ist geheim. Stimmt, das sagen sie dann nachher auch noch laufend. Zumindest Seahawk sagt das ständig. Also der Anfang, also einfach alles an diesem Anfang schreit Filler. Ja, ich meine, das ist es nicht. Nee, überhaupt nicht, aber einfach der Anfang wieder, okay, das ist wieder so ein Filler-Ereignis, klar, auf Etheria passiert was. Das ist jetzt der Teil, über den wir lachen sollen, das wiederum stimmt zum Teil. Und währenddessen machen Adora und Glimmer irgendwas Interessantes. Aber nö, es geht tatsächlich im Wesentlichen um das, was die da unter Wasser machen. Ja, also das klingt irgendwie wie so diese Detektivfolge oder die Roleplay-Folge. Wobei auch mehr Mysterien war ja nur alles andere als eine Filler-Folge. Ja, das stimmt. Ja, also die haben sich jetzt alle ganz schick angezogen. Also was heißt alle? Mermista, Perfuma, Scorpia und Seahawk. Na, das. Ja, Ja, okay. und jetzt wird uns auch sehr convenient erklärt, was da eigentlich los ist. Denn Scorpia checkt's nicht und Seahawk muss es nochmal erklären, damit der Zuschauer auch mitbekommt. Ja, was haben Sie vor? Erstmal gar nichts, erstmal Intro. Ja, sie haben vor, dass sie Prinz Peekablue suchen. Der hat nämlich hellseherische Kräfte und den wollen sie bei der Rebellion haben. Und der wurde da anscheinend bei so komischen kriminellen Unterwasserpartys gesichtet. Warum auch immer, aber ja, Prinz Peekablue. Ja. Also wir hatten schon mal von einer Princess Peekablue gehört. Genau, also beim Prinzessinnenball wurden ja ein paar Prinzessinnen erwähnt. Und da hieß es halt auch Prinz Peekablue. Princess Peekablue. Und ich glaube, ja klar, in der früheren Serie war sie ja auch eine Prinzessin. Ja, da war sie ja doch wirklich ein Pfau. Ja. Ja, da hatte sie auch wirklich seherische Fähigkeiten, wie wir ja beim, was das Weihnachtsspecial, wo sie glaube ich irgendwann zu Peekablue gehen und sie irgendwas rausfinden lassen. Oh, ich weiß nicht mehr, aber ich erinnere mich auch irgendwie daran. Du wolltest das Weihnachtsspecial auch ganz schnell wieder vergessen, ne? Ach, es war doch ganz cute. Ich weiß auch nicht, was das. Hast du eine Idee? Ich meine, du hast ja vielleicht was recherchiert, was das soll, ob das Absicht war. Ist das wieder so ein Trans-Ding? Das ist bei She-Ra ja nicht weiter überraschend. Oder haben sie da einfach einen Fehler gemacht? Ja, also das Wiki war da auch nicht schlauer als wir. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Es könnte natürlich sein, dass es ein Fehler war. Es könnte sein, dass sie es einfach geretconnt haben, also einfach gesagt haben, ja, wir haben das zwar so gesagt, aber jetzt machen wir es anders. Oder es könnte halt tatsächlich so ein Trans-Ding sein. Dass es halt mittlerweile nicht mehr Princess Peekablue Ja, also ich meine, eine große Überraschung wäre es nicht, aber auf der anderen Seite, na gut, dazu kommen wir, wenn es soweit ist. heißt. Tja, keine Ahnung. Naja, aber es gab auch die Theorie in dem Wiki, dass Princess
generell so ein Unisex-Titel ist, wie du auch schon mal gesagt hast. Princess Bow! Ja, aber sie hatten ja im Princess Prom ja schon, also sie hatten da ja Princess Peekablue gesagt, ja, aber hier sagen sie ja dann Prince Peekablue, also das wäre dann auch Quatsch, dass die alle Princess heißen, auch wenn es Prinzen sind. Naja, hui. Vielleicht werden die im Zusammenhang mit dem Princess Prom auch immer mit Princess angeschrieben. Weil das der offizielle Titel ist? Keine Ahnung. Ja, frag mich nicht, ich weiß es auch nicht. Wurde Angela eigentlich zum Princess Prom eingeladen? Ich meine nicht, dass sie gekommen wäre, aber... Ja, stimmt, ne? Eigentlich nicht. Naja, Details. Übrigens, kleiner Spoiler vom Princess Prom, haben wir nicht zum letzten Mal gehört in dieser Serie. Oh, okay. Ja, also sie machen sich auf die geheime Mission, Prinz Peekablue zu finden, der irgendwie in einer Unterwassergrotte wohnt oder zumindest da ist bei den Kriminellen. Ja, der taucht immer wieder auf diesen Partys auf und da sind ganz viele kriminelle Leute. Wie nennen sie das auf Deutsch? Im Englischen sagen sie immer Soiree. Ja, sagen sie im Deutschen auch. Ich weiß gar nicht, was eine Soiree jetzt genau ist. Es ist irgendeine Art von Party, aber... Ja, ich hätte gedacht, es ist einfach so ein schickerer Partyabend, aber so genau weiß ich es auch nicht. Okay, ist einfach Party auf Französisch, alles klar. Nee, eigentlich, also Soir ist halt Abend, aber Soiree, warte, das google ich jetzt. Also ich kenne das Wort, aber ich habe nie so richtig gewusst, was es bedeutet, halt irgendwie Party, aber, ne? Ja, ich hätte halt gedacht, es heißt auch irgendwie sowas wie Abend, aber ich google das mal kurz. Ja, toll. La Soiree, die Soiree, danke. Ah, die Party, der Abend, die Abendgesellschaft. Okay, also wir hatten irgendwie mit allem recht. Also einfach Party auf Edel, gut. Ja, Party oder Abend oder irgendwas beides. Die geben sich jetzt auch alle so Decknamen. Ich habe mir die nicht aufgeschrieben. Ich auch nicht. Die waren alle auch super doof irgendwie. Ich habe die Folge leider jetzt vorgestern gesehen. Ich kann mich an keinen einzigen der Namen erinnern. Ja, also vor allem die Namen, die waren halt auch nicht unbedingt lustig oder so. Es waren halt einfach Fake-Namen. Und ja, ach doch, eine hieß Miss Dream. War Scorpia? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Scorpia, ich habe es gerade gesehen. Linda T. Apostroph Raum. Aber ja, das sind halt so... Deutsche Untertitel, ihr macht mich fertig. Was? Aber ja gut, musste ja irgendwie so machen. Ja, wieso? Ich wette, die hieß nicht im Dub so, oder? Ich dachte schon. Echt? Okay. Ja, wieso? So dumm ist das auch nicht. Auch nicht dümmer als Dream. Naja, aber Dream, so ein bisschen französisch angehaucht, haut ein bisschen eher hin als Traum. Ja, ich glaube, sie haben es einfach Traum ausgesprochen. Aber ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig. Ich habe die Namen nicht so ganz verstanden, muss ich sagen, akustisch. Naja... Und die haben auch alle dann so Fake-Hintergründe. Aus irgendwelchen Gründen soll Scorpia irgendwie eine Bäuerin sein und Mutter von mehreren Kindern. Und Perfuma ist aber irgendwie eine Schmiedemeisterin. Ja, genau. Perfuma kauft die auch voll ab. Klar. Naja, und Scorpia ist nervös, denn sie kann sich nicht so gut verstellen. Aber Perfuma ist da sofort voll drin bei dem Schauspieler-Ding. Ist so, er hat sich schon 10 Seiten Hintergrundgeschichte ausgedacht gefühlt. War die nicht auch bei der Rollenspielfolge sofort voll drin und wurde dann, bevor sie rausgeflogen ist? Ja, das kann sein. Also, sie kann anscheinend sehr gut schauspielern. Ja, wer nicht ganz so gut schauspielern kann, ist die gebrainwashte Spinnerella, die irgendwie... Also, die ist so... Die läuft so leblos durch die Gegend und scheint irgendwie sich auch gar nicht an dem Plan groß zu beteiligen, dass das noch nicht jemandem aufgefallen ist. Naja, also jetzt... Vor allem der Tosser. Ja, aber also jetzt, wo sie mit Netossa redet, wirkt sie eigentlich schon einigermaßen normal, würde ich sagen. Da wirkt sie jetzt nicht so kalt. Aber wenn sie halt dann allein rumläuft und nicht gerade mit Netossa redet, dann wirkt sie weird. Ja, okay. Spinnerella und Netossa. Irgendwie komische Stimmung zwischen den beiden. Kein Wunder, weil Spinnerella ist ja gebrainwashed und ja. Klar, also Spinnerella wollte jetzt irgendwas... Aber Netossa hatte keine Zeit und dann ging Spinnerella wütend weg oder irgendwie angepisst. Und dann fällt ihr ein, oh no, I forgot our anniversary. Oder ist das erst später? Ja, doch, ich glaube, es war jetzt. Also ich glaube, sie hat den Jahrestag vergessen. Also anscheinend haben die aber auch wirklich Jahrestag. Ja, das passt wohl. Hm.
Naja, dann geht es zur Unterwasser, zur geheimen, nee, zum geheimen Unterwasser-Party-Abenteuer. Das auch sofort wieder so benannt wird, direkt während die Bösen oder zumindest die Schurken zuhören. Ja, also Seahawk kennt auch direkt das Passwort. Natürlich. Und er weiß auch den geheimen Eingang. Ja, also er hat anscheinend gesagt, dass das sind alles so seine Kumpels, die da sind. Ja, Warum Kumpels von Seahawk. geht eigentlich irgendeiner davon aus, wenn Seahawk einen Plan macht, Mit dass seinen auch. Kumpels. Aber warum hört man überhaupt noch auf Seahawk? Wenn Seahawk einen Plan macht, dann klappt doch nichts nach diesem Plan. Naja, einmal hat der Schiffe anzünden doch geholfen. Ja, aber es war auch nicht gerade der Plan. Doch, oder? Ja, ganz kurzfristig. So, hey, wenn wir jetzt das Schiff anzünden, dann yay! Ja. Naja, Okay. jedenfalls, ja, wie man sich schon denkt, die meisten sind aber sauer auf Seahawk und wollen ihm ans Leder. Also Ups. diese Location ist tatsächlich irgendwie so ein Unterwasserraum mit so großen Fenstern, wo man ins Meer gucken kann. So habe ich mir übrigens ungefähr Mermisters Haus-Palast immer vorgestellt. Oh, I see. In den Hörspielen wird halt gesagt, dass sie in einer Art Luftblase wohnt. Ja, da war sie ja auch öfters eine Meerjungfrau. Ja, gut, das kommt auch hinzu. Natürlich, ja, alle hassen Seahawk und jetzt müssen erstmal alle Leute, die Seahawk hassen, irgendwie ausgeschaltet werden. Ja, das ist so geil. Also erstmal fesseln sie so einen Typen und sobald sie den mal da ruhig gestellt haben, kommt schon der nächste. Und irgendwann kloppt man müsste einfach gefühlt alle um, weil alle Seahawk kennen. Ich hätte es echt gefeiert, wenn nachher einfach keiner mehr übrig gewesen wäre. Ja, es sind am Ende doch noch ziemlich viele da, aber es ist geil, man müsste irgendwann einfach wütend losrennen, so, und einfach, man hört nur noch Prügelgeräusche. Ja, vor allem Mr. Signature Sound. Ja, sie ziehen die alle hinter so eine Theke. Was auch niemandem auffällt, logischerweise. Nee. Ja gut, ich glaube, der Typ, den sie als erstes geschnappt haben, war der Barkeeper. Glaube ich. Trotzdem, dann merkt man doch irgendwann, dass der fehlt. Ja, weird. Inzwischen versucht Scorpia irgendwie zu socializen und es klappt so gar nicht. Nee, sie erwähnt sogar auch Peekaboo, was jetzt vielleicht auch nicht so clever ist. Und ich komme immer noch nicht drauf klar, dass Perfumer eigentlich sich voll gut mit den Leuten versteht. Ja, also die hat da überhaupt keine Probleme, sich einzufügen, ist auch halt plötzlich tausendmal selbstbewusster und so. Ich weiß nicht, auf irgendeine weirde Art und Weise glaube ich das, dass Perfumer das kann. Es wirkt irgendwie natürlich, aber es passt irgendwie nicht zu dem, was wir sonst von ihr kennen. Ja, Aber ich kauf's auch. andererseits, sie versteckt halt auch immer ihre Gefühle und ist vielleicht gewohnt, nicht immer hundertprozentig sie selbst zu sein. Weiß nicht. Ja, gibt's jetzt schon den, ja, wie sagt man, Selbstbewusstseinsunterricht für Scorpia? Ja, glaub schon. Ja, Der ist der ist so super. süß. I can do this. Ja. Perfumer can do this. No, no, no. Ja, Perfumer gibt dir jetzt Selbstbewusstseinslektionen. Feier das, wie im Hintergrund einfach Mr. und Seahawk halt den nächsten einsammeln. Ja, die beiden tanzen jetzt auch, also Perfumer und Scorpia. Es wird gesagt, ja, sprich mir nach, du kannst das. Und Perfumer kann das. genau. Ja, und sie erwähnt, Scorpia erwähnt auch, dass sie eigentlich gern gesungen hat, aber Catra hat gesagt, sie kann nicht singen und deshalb lässt sie es. Aber Perfumer sagt, ja, doch, du sollst es doch machen, weil es dich glücklich macht und nicht, weil du es gut kannst. Man soll auch nicht die Katze beurteilen lassen, wer singen kann. Tja, und dann? Kleines Detail. Würdest du in Scorpias Schere greifen? Wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, die Frau hat schon mal aus Versehen jemanden mit ihrem Schwanz ausgenockt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die aus Versehen mal ihre Schere zuschnappen lässt und dann ist die Hand halt ab. Ja, true. Und selbst wenn nicht, irgendwie sieht das Schmerzhaft aus. ja, einfach nur dahin zu fassen. Ja Die gut, haben halt überall so Stacheln. ich glaube nicht, dass die jetzt wirklich messerscharf sind, aber unangenehm Nee, ist aber bestimmt trotzdem. unangenehm, genau. Ja, und dann Ja. kriegen wir Peekablo präsentiert. Ja, der Prinz, der anscheinend so der Gastgeber des Abends ist. Oder der Entertainer, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also auf jeden Fall macht er halt hier die Anmoderation und dann gibt es Musik.
Ja, und das ist anscheinend so ein Typ, den hat man die ganze Zeit nicht gesehen und plötzlich ist er halt immer wieder auf diesen Abenden aufgetaucht. Ja. Und Scorpion natürlich so, hey, den wollen wir doch haben, da gehe ich mal hin. Genau. Inzwischen bei Netossa. Ja, die schleicht jetzt Spinnerella quasi nach und denkt sich, oh mein Gott, der hat bestimmt was Krasses geplant, ich muss das überbieten. Ja, dann, ich kann, also wenn du das vergessen hast, dann kann ich schon vorstellen, dass sie so ein bisschen Panik kriegt. Ja, klar. Ja. Und dann sieht sie aber, wie sie von irgendeine Info von so einem Random-Typ bekommt oder einer Frau, ich weiß nicht genau. Und dann sieht sie die grün glühenden Augen und weiß Bescheid. Und ich war so froh, dass das nicht so eine Story war mit, oh nein, sie denkt jetzt, dass Spinnerella sie betrügt mit einem anderen Typen. Oh. Da habe ich tatsächlich, obwohl ich ja eigentlich den Verlauf schon wusste, hab ich da kurz dran gedacht, so, was kommt denn jetzt? Da erinnere ich mich gar nicht dran. Und dann sieht sie die Augen so, ah, alles klar, kein Ja, Scheiß. zum Glück ist es nicht so. Das ist so ein ausgelutschtes Ding. Ja, also Netossa weiß jetzt Bescheid. Nicht so geil. Also, dass sie es weiß, ist gut, aber die Sache ist nicht so geil. Tja. Ja, dann sieht man Mister irgendwen, der sauer auf sie ist, weil sie sein Schiff angezündet hat. Ja, das. So, what? Ja, keine Ahnung, vielleicht war sie irgendwo mal sauer auf den. Ja, sie sagt, sie wollte mal wissen, wie sich das anfühlt. Sie wollte es einfach mal ausprobieren. Und Seahawk ist so geil. Heirate mich. Gefühlt. Sagt er das nicht sogar wirklich? Er sagt, du bist alles, was ich je wollte. Ah ja, okay. Ja, Naja. und Scorpia schleicht währenddessen auf die Bühne, Ach, versucht eigentlich nur hinter den Vorhang zu kommen, aber dann fällt ein Scheinwerfer auf sie. jetzt muss sie performen, ne? Ja, es ist erstmal super awkward, sie steht da und dann kriegt sie so ein Mic hingestellt und dann singt sie aber. Yay! Genau, und Perfumer motiviert sie noch so ein bisschen, gibt einen Thumbs up, jubelt so ein bisschen, voll süß, und das Lied ist voll cringe. Was? Ja, das Hä? soll cringe sein, weil sie die ganze Zeit also, ist es nicht irgendwie so, I am a spy? Ja, okay, der Text ist cringe, das Lied an sich finde ich super geil. Ja, das schon, aber ne, weil sie so, ja, sie singt halt genau das, was sie ist. Ja, natürlich, also sie singt natürlich darüber, dass sie hier gerade ein Spion ist und sowas und leise sein muss. Ja, aber ich weiß nicht, das könnte noch durchgehen als so ein, irgend so ein metaphorischer Text oder sowas. Ja, das ist so blöd, dass es schon wieder genial ist, weil wenn du so offensichtlich machst, was los ist, dann glaubt's dir wieder keiner. Ja, der Text ist schon sehr offensichtlich, aber das Lied an sich ist geil und zumindest im Deutschen hat sie auch eine unglaublich coole Stimme. Okay, ich hab's mir jetzt nur auf Englisch angehört, das ist ganz nice. Jetzt nicht mein Lieblingslied von allen Liedern, die es bei She-Ra gab, Na, bei aber. mir wäre es wahrscheinlich so Platz 2, wenn man das Intro jetzt weglässt. Wie viele Lieder gab es denn jetzt überhaupt? Ja, gar nicht mal so viele. Also vor allem prominent natürlich das Intro, das Ja. hier, Fight with Friends, also Ja. dieser Mr. Piratensong. Und dann gab es halt noch ein paar Sea Shanties. Ach ja, die Sea Shanties, genau, die gab es ja auch Davon noch. gab es mehrere. Das ist kein Shanty, das ist ein Rock-Remix. Also was Ja, Cooles. also halt außerhalb von den Sea Shanties gab es gar nicht so viele Songs, aber ja, das hier und Fight with Friends ist schon echt geil. Joa. Okay, die Sea Shanties fand ich auch doof. Dann ist es, also wenn es gar nicht so viele waren. Ich meinte, es gäbe noch irgendeins, aber es fällt mir gerade nicht ein, also gab es wahrscheinlich gar keins. Ich weiß nicht, also es gibt ein Video auf YouTube, wo alle Songs aus She-Ra drin sind, aber ich weiß nicht mehr, ob da noch irgendwas drin war. Naja, jedenfalls nach dem Song kommt sie dann in die, also Backstage, in die Umkleide und da ist Peekaboo. Genau, und ich weiß gar nicht mehr, irgendwas fällt ihr dann auf an, also sie unterhält sich mit Ja. Peekablue und Peekablue macht so eine Show von wegen, ja, ich habe She-Ra gesehen. Ja, denn sie sagt ja, oh mein Gott, wir brauchen deine hellseherischen Fähigkeiten. Was siehst du? Ja, She-Ra mit ihrem Schwert. Ja, wait, She-Ra hat gar kein Schwert mehr. Ja, und er sagt auch irgendwas von einer Rolle spielen, was ihr auch gleich auffällt. Und dann irgendwann erwähnt sie mal, ich kenne dich doch. Ah ja, genau, von Perfumers Trommelkurs oder Blumenflechtkurs. Und dann meint er, ah ja, genau, Perfumer, cute und so. Du kennst Perfumer gar nicht. Weil Peekaboo dürfte Perfumer nicht kennen. Ja, wobei, also der Satz erstmal, ja, hier in dem Blumenflecht, in dem Blumenkurs da.
Du denkst dir sofort, ah, Scorpia. Du kaufst es 100%. Ja, true, ne? Man denkt in dem Moment nicht, dass es wirklich eine Falle ist. Man denkt, Scorpia checkt es wirklich nicht. Was ja auch genial ist eigentlich, weil ich glaube auch, die Person, die hinter Peekaboo steckt, erwartet jetzt auch nicht, dass Scorpia ihr eine Falle stellt. Tja, aber doch. Ja, und genau. Ja, dann wird Peekaboo gestochen und es ist Double Trouble. Schön. Also ich hätte Peekaboo ja gerne dann mal, also das wirft, also Peekaboo gab es im Gegensatz zu Flutterina ja offenbar wenigstens wirklich, weil das eine bekannte Figur ist. Was auch immer mit Peekaboo passiert ist. Ja, wir wissen halt nur, dass der hellseherische Fähigkeiten hat, ewig nicht gesehen wurde oder zumindest selten gesehen wurde. Und anscheinend hat der doch, Dings, wie heißt sie, die Biene, Sweet Bee? Sweet Bee ist die Biene, ja. Hat er gedatet. Ja, das war dann auch alles. Ja, gut, aber was ist passiert mit Peekaboo, dass er jetzt weg ist, hat Double Trouble Peekaboo einfach in irgendeinem stillen Moment ertränkt? Wir werden es nie erfahren. Nee, also ich glaube, Double Trouble sagt halt auch, ja, das war halt eine gute Gelegenheit, den hat man seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, also ja, ich schätze mal, der hat sich einfach zurückgezogen, er hat dann auf Bruno gemacht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet! We don't talk about Peekaboo. Ja, reden wir nie wieder drüber, tut auch keiner. Nö, also, ja, ich hätte es auch gern gesehen. Also, ich hätte auch gern den richtigen Peekaboo gesehen. Irgendwann mal zumindest. Aber nö, der taucht gar nicht wirklich auf. Es ist halt Double Trouble. Und Double Trouble... Ich weiß nicht, auf wessen Seite steht Double Trouble jetzt? Also, er war mal kurzzeitig auf Horde Primes Seite und hat sich in einen Klon verwandelt, um sich bei Big Brother beliebt zu machen. Das sagt er im Englischen an der Stelle aber ja tatsächlich auch. Aber okay, wahrscheinlich. Aber sagen Sie das dann wirklich wieder, als wäre das so ein Name? Ja, ich könnte auch mal gucken, ich glaube, es ist sogar groß geschrieben, aber ich meine, es macht ja sogar für ihn Sinn, weil Hordak hat ja ständig so von ihm gesprochen. Ja, schon, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es halt nicht als so ein Eigenname gedacht ist. Ich dachte, das wäre halt einfach immer nur so eine Anrede. Ja, vielleicht. Also ich könnte mir denken, dass er das hier. Ja, er sagt, er ist groß geschrieben, also als Name. Hm, okay. Dass er das einfach in Bezug, dass er da quasi einfach Hordak zitiert. Ja, aber im Deutschen ist es halt weird, denn ich glaube, die haben doch nie vorher Big Brother gesagt. Die haben immer nur großer Bruder gesagt und deshalb ist es saukomisch. Was sagt er im Deutschen denn auch Big Brother an der Stelle? Ja. Okay, das ist weird. Ich wollte mich bei Big Brother beliebt machen oder irgendwie sowas. Ja, also im Englischen machen sie den Witz halt öfter, weil Hordak ist für Hordak ja wirklich der große Bruder und weil er alles sieht, ist er halt auch der Big Brother, ne? Der Witz funktioniert im Englischen etwas besser als im Deutschen. Ja, es ist halt nur komisch, dass es dann hier so inkonsistent ist auf einmal. Ja. Also in den Untertiteln, da stand es ja schon mal, aber in der Synchro war es bisher immer nur auf Deutsch. Weird. Weird, naja. Also, er ist nicht auf deren Seite, was also, ja auch clever wäre. Also, er war mal auf deren Seite, weil die wahrscheinlich gewinnen. Aber irgendwie hat er das dann doch sein lassen. Ich weiß nur nicht mehr, warum. Ja, wahrscheinlich hat er gesehen, okay, die werden wahrscheinlich gewinnen, aber völlig egal, was ich mache, wenn ich mich denen anschließe und die gewinnen, verliere ich trotzdem. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er dann gesehen, ja, die sind halt alle total mindless. Und wenn der gewinnt, dann werden alle Leute so. Ja, und dann erzählt er ihnen, Prime ist wütend und hat eine Blockade errichtet, damit She-Ra nicht reinkommt, weil She-Ra hat Catra geklaut und stuff. Hm. Und in dem Moment, wo er das sagt, kommt so Mr. von irgendwo alleine. Dum, dum, dum. Also ab jetzt muss man eigentlich immer aufpassen, wann immer irgendwer alleine irgendwo war. Ja, währenddessen konfrontiert Natossa Spinnerella, also versucht es erst noch so, ja, sie versucht erst mit so einer liebevollen Geste an den Hals zu kommen und ja, sie checkt's dann endgültig, als Spinnerella sie Liebste nennt, denn das hat sie anscheinend noch nie gesagt. Genau, also im Englischen, ich weiß gar nicht mehr, was sie im Englischen sagt, aber normalerweise nennen die sich Darling und das hat sie nicht gesagt, sie hat irgendwas anderes gesagt. Ja, ich glaube im Deutschen auch irgendwie Liebes oder sowas, aber Liebste nicht. Oder Liebling, Schatz, irgendwie sowas. Tja.
Und Spinnerella, ja gut, muss jetzt natürlich nicht mehr spielen, dass sie bei den Guten ist und kann richtig loslegen. Und sie macht in der Szene erstmal noch nichts, das kommt dann nach ein paar Schnitten, dass sie richtig loslegt, aber sie ist so bedrohlich. Ja, mit diesen grünen Augen und dann redet auch Horde Prime durch sie. Tja, und dann fängt Mermista in der Bubble an, irgendwie das Wasser durch die Fenster rein sprühen zu lassen. Und ich muss auch sagen, also ich habe diesen Moment übersehen, wo sie da schon reinkam vorhin. Und ich dachte im ersten Moment, hä, warum macht sie das denn jetzt? Und dann sieht man natürlich den Chip und dann, ah, okay. Ja, sie kam ja schon sehr bedrohlich da rein. Wobei, das Nee, hätte nee, auch. nee, ich weiß, nee, als sie da reinkam, also ja, im ersten Moment steht sie da hinten dann so im Schatten, ja, aber dann sieht sie eigentlich noch relativ normal aus, glaube ich. Ja, sie hat noch keine glühenden Erstmal. Augen, aber es ist schon irgendwie sus, wie sie da reingestiefelt kommt. Ja, und in der nächsten Szene dreht sie dann ja auch völlig auf. Ja. Und abgesehen davon, dass ich Mermista sowieso für verdammt stark halte, ist das natürlich ein Ort, wo sie alle Trümpfe in der Hand hat. Ja klar, die sind unter Wasser. Das ist jetzt schlecht. Ja, dann, aber Scorpia legt dann so ein bisschen los und she is the muscle. Ja, sie holt ihre Blitzkräfte raus. Ja, Sie nehmen Double Trouble mit, den sie gefesselt hatten. dann. Double Trouble bringt mich zur Bühne. Ich meine, sehr ernst, bringt mich zur Bühne. Ja, da ist anscheinend so ein Geheimgang. Ja, und alle sind gebrainwashed, außer unsere Helden halt. Ja, also ich glaube, es wird auch sogar gesagt, mittlerweile ist der Großteil auf dem Planeten schon gebrainwashed oder so. Ja, also ich glaube, die Gruppe, die sich dann in der nächsten Folge bildet, sind alle, die noch nicht gebrainwashed sind. Wow, das ist krass. Aber dass sie sich auch dann gerade die bis zuletzt aufgehoben haben, ne? Naja, an die ist nicht so leicht ranzukommen, ne? Das stimmt auch wieder. Also wenn du mal eine von denen hast, dann geht's einigermaßen, aber dann brauchst du auch eine Gelegenheit. Ansonsten kommt ja keiner nah genug an die ran, um die zu chippen. Tja. Und die normalen Leute, die kannst du im Zweifel ja einfach mit Gewalt dir holen, aber versuch das mal bei so einer Mermista. Das ist nicht so einfach. Die kannst du eigentlich nur aus dem Hinterhalt chippen. Ja gut, das stimmt auch wieder. Was die Frage aufwirft, seit wann ist sie gechippt? Doch erst jetzt in dieser Party wurde sie gechippt, oder? Was meinst du? Ja, hätte ich jetzt eigentlich safe gedacht, weil zuvor war sie ja recht normal. Was auch immer bei ihr normal heißt, ne? Aber sie hat doch diesen komischen Kostümierungsplan ausgebrütet. Das hätte, glaube ich, das hätte das Hive Mind, glaube ich, nicht so gemacht. Nee, also ich bin sicher, das ist in dieser Zeit, wo man sie halt dann nicht sieht. Ja, denn ich meine, da sind ja dann auch dann die ganzen anderen Gäste gechippt worden und die haben sie dann wahrscheinlich auch einfach geschnappt. Wobei ich mich gerade frage, wie es sein kann, dass sie die ganzen Leute überwältigen und fesseln, ohne zu merken, dass die gechippt sind. Hä, warte, wie? Ja, die haben ja vorher so, ah, der kann mich nicht leiden, der kann mich nicht leiden. Dann haben sie die ja alle gefesselt. Ja, Und ich. dabei ist denen bei keinem einzigen aufgefallen, dass der gechippt ist? Ja, ich hätte irgendwie gedacht, dass die alle gechippt werden, ist auch einfach erst später passiert. Also auch in dieser Zeit, wo Scorpia bei Peekablue war. Ich weiß zwar nicht, wie das dann alles so schnell gegangen ist, aber ich hätte das jetzt so gedacht. Ich hätte tatsächlich gedacht, die waren alle schon gechippt, als die reinkamen und haben das halt verborgen. Ja, aber die wirkten ja schon eigentlich auch alle sehr normal, während die in Eberron ja von Anfang an weird wirkten. Ja, vielleicht hat Horde Prime daraus gelernt. Ja, aber das ergibt ja dann auch wieder wenig Sinn, dass sie das dann nicht gemerkt hätten. Also ich glaube, das ist tatsächlich erst in dieser kurzen Zeit passiert. Aber wie? Ja, ich weiß nicht, aber es ist ja auch so eine Kettenreaktion, wenn du einem den Chip einsetzt und sofort sagst, Chip den nächsten und du sagst dem dann wieder Chip den nächsten, dann kann das, glaube ich, schon recht schnell gehen. Jetzt will ich mal wissen, es könnte ja auch sein, dass Mermista zu irgendeinem Zeitpunkt, als sie reingegangen sind, gechippt waren. Und dieses ganze, wir überwältigen die, das war die Chip-Aktion, könnte ich mir vorstellen. Aber dafür müsste sie irgendwann mal kurz alleine gewesen sein, vorher schon. Und ich glaube, das war sie nicht. Nee, und außerdem, das mit dem, wir überwältigen die Leute, das war doch auch eigentlich mehr Seahawks-Idee, das wussten sie ja nicht, dass sie alle sauer auf Seahawks sind. Nee, aber das könnte sie ja genutzt haben, wenn sie da schon gechippt war.
Aber ich glaube, sie war nicht alleine. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe das nicht so empfunden. Ich dachte, das passiert halt wirklich so offscreen, wenn wir mal eine Weile nichts sehen. Ja, kann auch sein. Das wär nur witzig gewesen, weil dann wäre dieses merkwürdige, ja, ich habe sein Schiff angezündet, was, du? Das wäre, das was ja so erstmal gar nicht zu ihr passt, dass das vielleicht schon gechippt war, aber das war wohl dann wohl echt. Naja. Ja, wie gesagt, es wirkte auf mich halt aber auch echt. Gut, Geheimgang, Bühne, Scorpia dreht auf. Ja, seit wann kann Scorpia mit ihren Blitzen Sachen reparieren? Kann sie? Was tut oder sie Sachen denn aufhalten? Oder was ist denn jetzt ihr Plan? Ich habe die Szene nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Bei welcher Szene genau bist du gerade? Ja, die stellt sich ja dann am Ende hin und hält mit ihren Blitzen dieses ganze Wasser irgendwie auf, während die anderen in den Aufzug gehen und sie sagt dann, ja, geht halt ohne mich, ich muss das hier aufhalten, sonst stürzt das hier alles ein. Aber was macht sie denn? Anscheinend kann sie mit ihren Blitzen das alles, die Risse wieder schließen. Das wirkt so. Ja, oder einfach irgendeine Art Kraftfeld aufbauen. Ja, weil sie macht dann ja so eine große Welle und dann ist das Wasser aber plötzlich, dann geht das da nicht mehr durch. Oh, vielleicht kann sie einfach ein Kraftfeld erschaffen. Ja, okay, aber was, sorry, aber ich finde ihren Plan irgendwie doof. Ich check den auch nicht ganz. Weil ich meine, was hat sie denn gedacht, was passiert? Sie hält das jetzt eine Weile auf, das kann sie nicht ewig. Und dann stürzt es ja trotzdem ein, sobald sie da loslässt. Ja, sie will den anderen die Zeit geben, mit dem Fahrstuhl zu entkommen. Aber so wie ich das verstanden habe, hätte sie doch ruhig mitkommen können. Perfuma versucht sie doch sogar noch mitzuziehen, aber sie ist so, nein, ich muss das hier aufhalten. So nach dem Motto, wenn ich das hier nicht alles aufhalte, also das Wasser, dann sterben die Leute hier drin. Aber das kann sie doch nicht die ganze Zeit machen und sobald sie damit aufhört, ist es ja dann trotzdem so. Und sie wird noch gefangen. Das kommt ja auch noch dazu. Also ich hab das so verstanden, die muss das aufhalten, weil wenn jetzt alles überflutet wird, dann geht der Fahrstuhl kaputt und die anderen entkommen nicht. Okay, das habe ich nicht so verstanden. Ja, weil anders hätte, so wie du sagst, überhaupt keinen Sinn ergeben. Warte, okay, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Weil Perfuma will doch sogar noch, dass sie mitkommt, also anscheinend wäre es doch gegangen. Ja, sie können zwar einsteigen, aber wenn sie da nicht unten steht und dieses Kraftfeld aufbaut, dann geht der Fahrstuhl halt kaputt, wenn das Wasser einbricht. Und dann fährt er nicht weiter. Ja, okay, warte mal kurz, ich gucke mir die Szene nochmal an. Also erstmal hält sie halt die Leute auf, die sie angreifen wollen, dann sagt sie aber, wenn ich nichts tue, stürzt es ein. Ja, also sie muss ihr Kraftfeld aufbauen, weil sonst bricht alles zusammen und dann ist der Fahrstuhl halt hin und die anderen entkommen nicht. Ich weiß nicht, das wird nicht gesagt und ich habe das auch irgendwie nicht so verstanden. Ja, aber es ist ja sogar so, die fahren ja dann hoch und dann sieht sie doch noch, wie Wasser in den Fahrstuhlstacht einbricht und dann erweitert sie noch ihr Kraftfeld, damit das nicht passiert. Ah, ja, stimmt. Und ich denke mal, das kann sie nicht machen, wenn sie selber im Fahrstuhl ist, weil dann sprengt sie ja den Schacht. Ja, okay, vielleicht. Vielleicht hätte man das dann besser erklären können, weil ich habe das nicht so verstanden. Man hätte vielleicht besser erklären können, warum zur Hölle kann sie das überhaupt, weil vorher konnte sie nur Blitze schießen. Ja, nee, das war auch weird. Aber gut, also das hat man ja schon gesehen, so, okay, sie kann offenbar Kraftfelder machen, aus dem Nichts, aber bitte, das habe ich schon verstanden. Tja, aber es ist halt zuvor auch nicht etabliert worden. Nee, aber das habe ich zumindest in dem Moment verstanden. Okay, sie kann Kraftfelder machen, wo auch immer das herkommt, aber also das kann sie anscheinend. Ich habe irgendwie in dem Moment gedacht, sie kann plötzlich diese Risse reparieren oder so, weil ja plötzlich das Wasser aufhört. Aber ja gut, wenn da einfach nur ein Energiefeld drüber liegt, dann ergibt das schon Sinn. Naja, sie drückt quasi das Wasser raus oder ja, ne, verhindert, dass okay, es reinkommt. Dann war es einfach nur ein bisschen komisch gezeigt. Ja, also Mr. Scorpia und Double Trouble können entkommen und sehen dann halt noch, oder Perfuma sieht dann, also Seahawk entkommt auch, sorry, kann dann noch sehen, wie sich dann, glaube ich, alle immer langsam Scorpia annähern. Und wir können davon ausgehen, Scorpia ist demnächst auch gechippt. Ja, währenddessen kämpft Netossa, naja, gegen Spinnerella, aber auch gegen King Micah. Und der ist wirklich kein Würstchen. Nein. Alter, war das bedrohlich. Ja, der ist krass. Ja, letztendlich schmeißt Netossa so ein Riesennetz über die Leute. Also da kommen auch noch andere gechippte Leute. Und sie schmeißt sich dann mit Froster? Froster und, auf's,
Also bei ihr sind Froster und Swiftwind. Ja, genau, sie schwingt sich mit Froster auf Swiftwind und sie düsen ab und sie sagt dann noch unter Tränen, alles Gute zum Jahrestag. Oh. Ganz schlechter Jahrestag. Tja, ja. Und das ist dann alles, was von der Rebellion übrig ist. Joa, gar nicht mal so viel. Na gut, ein bisschen, ein paar mehr Leute doch noch. Ja gut, wen wir jetzt gar nicht gesehen haben, wer auch noch übrig ist, ist Caster Spella und Shadow Weaver. Genau. Und die letzte Szene ist dann noch, dass sie von, also dass Adora und Co. von Perfume eine Nachricht kriegen, wo es dann heißt, ja, oh mein Gott, es gibt eine Falle, es gibt da diese Barriere, ihr dürft da nicht durchkommen, wir haben sie verloren, und die Nachricht wird dann immer unterbrochen und bricht schließlich ab. Ja, ich glaube, es klingt so, als hätte sie gesagt, wir haben die Prinzessinnen verloren, was ja gar nicht so falsch ist. Ja, sie sagt irgendwie, wir haben sie verloren. Tja, ach so, ich habe gar nicht gesagt, wie mein persönlicher Titel dieser Folge war. Ja. Aber das passt ganz gut, wenn ich jetzt sage, shit goes real. Oh ja, oh ja. Also, Hall Prime ist ziemlich am Gewinnen. Ja, es sind halt wirklich nur noch so eine Handvoll Leute übrig, die noch nicht gechippt wurden. Und da darunter, also die unter den Gechippten sind halt jetzt auch voll krasse Leute. Ja, also sie haben wahrscheinlich jetzt Scorpia, also kann man von ausgehen. Ich meine, eigentlich haben sie ja abgesehen von She-Ra ungefähr die Stärksten erwischt, ne? Ja, sie haben Maika, der offenbar ein Feuermonster ist, wenn er will. Ja, Spinnerella ist auch ziemlich krass. Und Mermista? Ja, sowieso. Und Scorpia. Vor allem die Kombination Mermista und Spinnerella halte ich für nochmal brachialer. Ja, die haben halt gefühlt die ganze Natur gewalten. Also sie haben Uranus und Neptun. Ja, gefühlt schon. Das ist schlecht. Mhm. Ja, und Scorpia ist ja tatsächlich die eine, die rein körperlich stark genug ist, um mit She-Ra mithalten zu können. Ja, aber ihre Blitzkräfte sind ja auch nicht ganz ohne. Genau, wobei, man kann jetzt vielleicht fragen, ist She-Ra inzwischen stärker? Schwer zu sagen, weil sie hat ja doch ein ordentliches Upgrade bekommen. Ja, das weiß man jetzt nicht so genau. Und okay, die größte Überraschung ist eigentlich Maika, weil dass der es plötzlich so abräumt, hätte ich nicht erwartet. Tja, ich sehe hier gerade... Also ich bin hier gerade beim englischen Cast, dass Pika Blue und Double Trouble andere Synchronsprecher haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das im Deutschen war. Ja, wird ja Sinn machen, damit es nicht sofort auffällt. Ja, stimmt, stimmt. Naja, okay, das war dann diese Folge. Ich habe gar keine Bewertungen abgegeben, aber für mich, ich überlege gerade, ich schwanke zwischen 4 und 5. Ja, war bei mir ähnlich. Ich habe mich dann aber für die 5 Punkte entschieden. Ja, kann ich nachvollziehen, weil das ist wirklich, also es ist wunderbar bedrohlich, vor allem, weil es so lächerlich anfängt. Ja, also der Anfang, der war sehr lustig, dann auch das Lied und alles. Ja, das war schon sehr wie diese guten Filler-Folgen, an die man sich gerne erinnert. Ja, aber gegen Ende war es natürlich doch echt krass. Also, oh scheiße, sie haben Mermista, wir sind toast. Oh scheiße, sie haben auch noch Maika und Scorpia, ups. Ja, okay, 5 kann ich mitleben. Ja? Also wie gesagt, ich habe vorher keine Bewertung abgegeben. Mache ich jetzt. Wer ist dein persönlicher Win der Folge? Ja, da habe ich jetzt die Horde genommen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Nehmen wir die Horde oder nehmen wir Horde Prime? Ich würde sagen, das nehmen wir immer synonym, oder? Weil eigentlich ist er ja die Horde. Ja, man weiß schon, was gemeint ist. Ja, der räumt hier ordentlich ab. So, wer hat denn jetzt am übelsten gefailt? Ja, man könnte natürlich einfach die Rebellen sagen. Die sind ja sehr reduziert worden, sag ich mal. Tja. Ich würde aber fast sagen, am meisten gefailt hat dann Mermista. Warum? Weil die sich, obwohl sie das Chip-Problem kannte, von normalen Leuten hat chippen lassen. Tja, man weiß natürlich nicht, wie das vonstatten gegangen ist. Das wäre mal geil, wenn man mal so einen Rückblick hätte, wie das passiert ist. Ja, wäre nicht schlecht. Es wird halt nie gezeigt, damit es dann so eine Überraschung ist, aber es wäre schon geil zu wissen, wie genau passiert denn, dass das da so schnell alle Leute gechippt werden immer.
Ja, also bei Spinnerella war es ja nicht ganz so doof, weil die wusste ja noch nicht, dass es diese Chips gibt, als sie gechippt wurde. Aber Mr. hätte es jetzt wissen müssen und Ja. hat trotzdem geschafft, sich von ganz normalen Leuten chippen zu lassen. Das ist schon ziemlich fail. Ja, so entweder mein Mister oder die ganze Rebellion. Ja, ich habe hier Rebellion tatsächlich stehen. Ja, ich habe mich nicht so ganz entscheiden können. Okay, kommen wir zu Folge 47, Shot in the Dark. Ja, im Deutschen ein bisschen anders, aber gleiche Bedeutung, ein Schuss ins Blaue. Genau, ja. Also Ja, nicht also. wörtlich identisch, aber sinnhaft bedeutet dasselbe. Genau. Mein Titel der Folge, Catra Saves the Day. Yay. Ja, nachdem wir Catra gesaved haben, saved sie the day. Ja, deswegen fand ich das auch so schön. Saved sie the day, oh mein Gott. Naja, womit fängt's denn an? Ja, Team Weltraum entdeckt Team Barriere. Weltraum. Ja, genau, das ist jetzt schlecht, da kommt man jetzt nicht so einfach durch. Aber Adora hat einen genialen Plan. Einfach Vollgas und durch. Perfekt. Ich finde es auch geil, wie Catra bei ungefähr jedem Plan, der in dieser Folge geäußert wird, sowas sagt wie: Wie konnten wir gegen euch verlieren? Ja, genau. Wollen wir das wirklich durchziehen? Ja, schon. Wie konnten wir gegen euch nur verlieren? Ja, ist natürlich ein genialer Plan, wobei, wenn ich mir angucke, dass She-Ra zuletzt mit den Raumschiffen Fußball gespielt hat, weiß ich nicht, ob der Plan nicht sogar funktioniert hätte. Tja, keine Ahnung. Naja, aber Catra äußert Bedenken. Ja, und plötzlich meldet sich der falsche Hordak im Hintergrund. Ja, und der sagt, ja, Horde Primes Schwächen. Horde Prime hat gar keine Schwächen. Wir dürfen nämlich nicht darüber reden. Also hat er Schwächen. Nein, nein, er hat gar keine Schwächen. Und wenn er welche hätte, dürfen wir nicht drüber reden. Und dann erwähnt er aber einen Planeten namens Krytis. Der existiert auch gar nicht. Und wenn er existieren würde, dürfen wir nicht drüber reden. Ja, Krytis. Irgendwas. Komischerweise ist der Planet aber so geheim, dass selbst Dalas Datenbank die Informationen über den Planeten verschlüsselt hat, sodass nur She-Ra da an die Daten rankommt. Was zur Hölle haben die First Ones da getrieben? Ja, was ähnliches wie mit Etheria. Ja, nur Aber warum nicht. das so verschlüsselt ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, dass das Prime das verschlüsseln würde, das ergibt Sinn, aber Dala? Hat mich auch ein bisschen gewundert. Und vor allem, die haben ja selbst ihrer She-Ra nicht vertraut. Warum reicht ihr Zugriff, um da ranzukommen? Tja. Ja, ich hätte auch gedacht, dass ein Chapter da jetzt vielleicht irgendwas rumhacken muss, aber nö, She-Ra kann's einfach. Also irgendwie so einmal Lighthope hacken, bitte. Auch wenn Lighthope. Das finde ich ja schade. Ich hätte es irgendwie schön gefunden, wenn Lighthope als Avatar des Schiffs ab und zu nochmal auftaucht. Und wenn es auch nur eine Ja, andere schon. Lighthope gewesen wäre. Ja, true, das hätte man schon machen können, ne? Dass es halt einfach eine andere Lighthope ist. Naja, halt die Naja. Dala Lighthope. Hätte man, dann Jeden. hätte man, dann hätte man auch eine Person gehabt, der man diesen Namen zuordnen kann, statt immer nur das Schiff. Naja. Ja, weil ich meine. Ja, stimmt, weil ich meine, es hatte doch Maras Schiff auch diese Lighthope drin. Ja, eben. Also, weird. Hätte man ja so eine Szene so, was? Nein, wir können dich nicht Lighthope nennen. Lighthope war die andere. Wir nennen dich Dala. Okay. Wäre so einfach gewesen. Ja, gut, aber ja, es war halt dieses Ding, dass Lighthope ja quasi gestorben ist, als das Schwert zerbrochen wurde. Ja. Hätte das dann so wieder so ein bisschen. Ja, bisschen. Ah, Hätte man verdammt. schon machen können. Dann hätte sie eine andere, etwas andere Form kriegen müssen. Und wenn sie dann einen anderen Namen kriegt, dann von den anderen, dann hätte das schon gepasst. Aber geht auch Ja, so. hätte ich eigentlich auch gesagt. Naja, jedenfalls, wenn das jetzt ein Planet ist, bei dem Horde Prime nicht will, dass man das erfährt, dass der existiert, dann ist da vielleicht was, was ihm schaden könnte. Deshalb wird da jetzt hingeflogen. Und der arme Klon steht da die ganze Zeit. Nein, das ist eine Fehlinformation. Diesen Planeten gibt es gar nicht. Und wenn es ihn gäbe, dürfen wir nicht darüber sprechen. Ja, der Klon ist generell die Folge sehr geil. Ah, der trägt die Folge. Ich war kurz davor, gerade meinen Win zu korrigieren. Naja, okay, Intro. Ja, da gibt's ein paar Also, Änderungen. drastisch.
Also in der kurzen Szene, wenn man quasi Horde Prime und seine Klone sieht, stehen da jetzt auch Micah, Scorpia, womit es auch bestätigt ist, Mermista und Spinnerella. Und Genau, also übrigens. ab jetzt haben wir halt immer diese verschiedenen Fronten, die sich ja manchmal wechseln. Wir haben gar nichts dazu gesagt, dass das war im letzten Intro schon, dass Catra ja gar nicht mehr gegen She-Ra kämpft. Das war im letzten Intro schon? Ja, also im Intro von Perils of Peekablue. Moment. Ach ja, stimmt, da hat sich das Intro ja auch schon geändert und wir haben das gar nicht gesagt. Ja, wir waren so an der Korrektur festgeklebt und haben gar nicht daran gedacht, dass sich da ja schon was geändert hat. Also Ja, natürlich. da war es schon so, dass also es gibt ja im Intro diese Szene, wo She-Ra mit Catra kämpft. Da ist es dann aber schon die geschorene Catra. Und Ja, dann. und auch, glaube ich, die She-Ra mit dem Zopf. Ja, und dann hören sie aber auf zu kämpfen und sind cool. Ja, also es gibt zwar diese Kampfszene, aber dann lächelt Catra so und man sieht quasi jetzt, dass der Kampf nicht mehr ernst gemeint ist, sondern so freundschaftlich. Und ja. Und dann saß sie auch schon bei der Allianz. Genau. Und ja, She-Ra ist dann eben auch. Also es war ja vorher Adora im Endbild, jetzt ist es wieder She-Ra im neuen Design. Und das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Wie konnte denn sowas passieren? Tja. Ja, und jetzt ist mir halt auch der Klon aufgefallen, der schon seit Folge 6 da steht, weil es insgesamt ziemlich leer geworden ist bei denen. Ja, also auch Netossa ist jetzt erstmals, hat jetzt erstmals eine Pose allein. Und Perfuma sieht traurig aus. Ich glaube, das ist jetzt auch wegen Scorpia. Genau. Und dann, weil es auf der linken Seite halt wirklich, weil da vorher sehr raumfordernd Spinnerella im Bild war, ist mir jetzt der Klon erst aufgefallen, der da so ganz klein im Hintergrund steht, weil da plötzlich so ein Ja. großes Loch auf der Seite war und dann habe ich da genauer hingeguckt und dann so, ach, da ist ja der Klon. Ja, der chillt da. Also im Grunde alle, die jetzt bei Hordax, also bei Horde Prime sind, übrigens ist auch Hordak bei Horde Prime, aber das ist ja die ganze Zeit, sind jetzt fehlen bei der Allianz. Genau. Ja, mit Raumanzügen wird dieser Planet betreten. Okay, warte mal. Mein erster Notizpunkt lautet Öhrchen! Meiner ist hell mit Ohrenherz. Ja, Catra hat einen Raumanzug bekommen. Mit Mit Öhrchen. Aussparung für die Öhrchen. Und es ist so niedlich. Ja, der Raumanzug ist wirklich ultra cute. Der Schweif guckt auch raus, aber hey, Physik. Ja, es ist das gleiche wie mit den Haaren Mit den und Haaren, ja. ja, wir sehen, Catra fühlt sich auf diesem Planeten direkt irgendwie unwohl. Ihre Haare sind aufgestellt. Sie bürstet quasi ihren Schweif einmal glatt. Ja, ihr Schweif ist aufgeplustert. Ich habe im ersten Moment gedacht, sie hat da irgendwie so einen Fake-Schweif dran geklebt bekommen oder so, aber nee, der war einfach nur aufgeplustert. Tja, Ja, Entrapta berechnet dann aber auch, hey, die Atmosphäre ist nicht giftig oder was auch immer, wir können den Planeten abnehmen, die Helme abnehmen. nehmt den Planeten ab. Ja, immerhin. Es gab mal eine Star Trek-Folge, da haben sich Leute in ein anderes Raumschiff oder so gebeamt, haben auf ihr Instrument geguckt. Ah, die Luft ist atembar. Und man denkt, ja, zum Glück für euch, wenn ihr euch da ohne Raumanzüge reinbeamt. Immerhin. Ja. Ich finde es aber auch ein bisschen gewagt, dann sofort auf Entrapta zu hören und sofort die Helme abzuschmeißen. Aber okay. Na gut, Entrapta macht's ja selbst und stirbt offenbar nicht. Aber viel entscheidender ist, der Klon braucht keinen. Ja. Nee, der Klon ist doch gar nicht dabei. Doch, der Doch, steigt stimmt, mit aus und der hat doch. keinen Doch, hast Raumanzug. recht. Ja, sind die Klone überhaupt Lebewesen? Ja, ne? Ja, es sind ja Klone von Horde Prime, aber vielleicht ist Horde Prime so wie Freezer und ist einfach eine Spezies, die im Vakuum überleben kann. Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob das irgendwie Roboter sind, weil ich meine, er hat ja ein bisschen was Mechanisches, die kann man ja so anschließen. Aber Nee, ja, nee. wahrscheinlich sind sie halt so halbtechnisch irgendwie, Er ist so wahrscheinlich Cyborgs. augmentiert wie Sau, aber sie sind biologisch, weil Horde Prime erwähnt ja, dass er sich regelmäßig in Klone runterlädt, wenn sein eigener Körper langsam kaputt geht. Ja, true. Also wahrscheinlich so Cyborg-mäßig. Ja, und dann gehen sie zu einer gecrashten Horde Spire und Bo erwähnt dann die Öhrchen. Ja, also Bo erwähnt auch die ganze Folge über Sachen, die an Catra süß sind. Zum Beispiel hat diese Öhrchen. Und sie ist immer so, nein, ich bin gar nicht süß. Ich bin überhaupt nicht.
Ja, sie kommentiert auch diesen Plan immer mit, ja, also Entrapta hat nämlich ein Wärmesignal gefunden, also irgendeine Person muss hier noch leben. Okay, also wir rennen jetzt einfach drauf los und suchen irgendeine Person, von der wir keine Ahnung haben, dass sie uns hilft. Ja, pretty much. Ja, ich finde auch gut, sie findet irgendwie einen Zugang bei diesem Spire und stöpselt sofort den armen Klon da dran. Die fragt ihn gar nicht erst. Ja, genau, denn er kann da anscheinend irgendwelche Daten abrufen. Also, der falsche Hordak ist jetzt R2D2. Vielleicht. Gut. Und Glimmer und Bo tanzen jetzt mit Catra so im Kreis, so Catras erste Mission. Und die findet das auch gar nicht mal so toll. Ja, Aber es ist geil, wie alle so fröhlich sind und Catra damit abnerven. I'm going to kill your friends. Please don't. Ja. Aber Theodora ist auch null ernst, nimmt einfach, bitte nicht. Ja, genau. Okay, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, wie es weitergeht. Achso, das nächste ist Reste der Allianz. Ja. Oh, Seahawk findet die immer, Mister. Strategische Kampffigur. Nicht Ja, Puppe. natürlich. Ja, und dann glauben sie, es kommt ein Feind, aber es kommt Custer's Bella. Einfach sofort eingeeist wird und einmal gecheckt wird. Ja, aber sie ist nicht gechippt. Wie auch immer das zustande kam. Wieso? Also, Maika wird gechippt. Wie das passiert ist, wissen wir auch nicht. Aber spätestens, wenn sie Maika haben, dürfte es doch ein Kinderspiel sein, Caster Speller auch zu chippen. Ja, vielleicht hatte sie Glück und ist irgendwie schnell weggekommen. Weil Shadow Weaver erwähnt ja auch, dass wahrscheinlich jetzt ganz Mystercore gechippt ist. Was ja logisch ist, weil wahrscheinlich alles jetzt gechippt ist. Ja, also die kommt jetzt nämlich auch dazu. Ja, und somit besteht die Allianz jetzt noch aus Swiftwind, Seahawk, Netossa, Froster, Shadow Weaver, Perfumer, Caster Speller und natürlich noch die Weltraumsquad. Genau, ja. Shadow Weaver kommt dann nämlich auch noch dazu und sie überlegen jetzt nämlich, wo können wir uns verstecken? Ja, wir könnten ja nach Mystercore gehen und dann kommt Shadow Weaver. Nee, das könnt ihr vergessen, die haben Maika, dann ist Mystercore auch nicht sicher. Ja. Ja, und dann geht Shadow Weaver zu Caster Speller und sagt, ja, komm doch mit mir, wenn du Maika helfen willst. Ja, irgendwie, die trennen sich einfach von der Gruppe und sagen auch noch nicht mal was. Ja, ne, also es hätte so gut sein können, dass Shadow Weaver sie jetzt chippt oder so. Da habe ich eigentlich fast schon mit gerechnet. Man sieht vor allem halt auch Shadow Weavers Nacken gar nicht, weil da die Haare drüber sind. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie sowas wie Nacken überhaupt noch hat. Ja, genau, und jetzt lockt Shadow Weaver, jetzt lockt sie sie weg, aber eigentlich ist es halt wirklich keine böse Intention. Sie will halt wirklich mit ihr drüber reden, wie man Maika retten will. Ja, so, ey, du bist die Einzige, die hier ein bisschen Grips in der Birne hat. Komm mal mit. Was mit den anderen passiert, ist egal. Tja. Ja, dann gehen sie in so eine komische Ruine, oder Ja, naja, nicht Moment, Moment, wir direkt. sind jetzt wieder beim Weltraumsquad, ne? Ja, genau. Also die sind jetzt in so einem alten, halb kaputten Gebäude drin und das ist irgendwie weird. Achso, ich dachte nämlich, du meinst das jetzt mit Ruine. Ja, ich war noch nicht sicher, wie ich es nennen soll. Ja, Catra fühlt sich die ganze Zeit unwohl und hört auch mal was, was Sinn macht. Sie ist eine Katze, sie kriegt alles mit. Und aber die anderen registrieren irgendwie gar nichts. Und oh Gott, ich hab's heute mit Namen, verdammt nochmal. Entraptor? Was zur Hölle? Entraptor ist jetzt irgendwie weiterhin dabei, die Daten von Horde Prime zu hacken und hat so eine Art Karte vor sich, wo sie sehen kann, wo die anderen sind. Und der Klon ist irgendwie verwirrt. So, was? Diesen Planeten sollte es doch gar nicht mehr geben. Das kann doch gar nicht sein, überhaupt. Und hat Horde Ja, Prime uns angelogen? Das kann nicht sein. also vor allem ist er halt jetzt verwirrt, weil er jetzt Daten empfängt, in denen steht, dass Horde Prime vor diesem Planeten ja, kapituliert hat, also dass er von da geflohen ist und sich zurückgezogen hat. Und er ist so, nein, aber Horde Prime ist doch allmächtig, der kann sich doch nicht zurückziehen, das kann doch nicht sein, dass er besiegt wurde, nein, 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 das geht doch gar nicht. Und jetzt heult er sogar und hat die ganze Folge über so eine Existenzkrise. Er kommt damit Armer gar nicht Klon. klar. Nee, da tut einem echt leid. Und ich finde auch Entrapta super, die das einfach kommentiert mit, das kann doch nicht sein, dass sie einfach Dada never lies. Ja. Da haben wir es wieder. Dada. Da. Ja, ich glaube, das spricht man aber wirklich so aus, nur Ich habe ja. beides, sowohl Data als auch Dada, schon mal gehört. Ja, Aber es klingt für uns doch ein bisschen komisch immer.
Naja, Entrapta meint, hier müsste eine Tür sein. Da ist aber keine. Also macht Catra eine. Ja, Catra schlitzt einfach eine Tür. Okay, ich glaube, ich habe Catra bisher völlig unterschätzt. Sie kann einfach Löcher in Wände schneiden. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen convenient, ne? Vor allem ist das auch so voll die dicke Stahlwand, oder? Ja, Ja, ich, na, oder ich weiß mindestens nicht. Beton. Also, ja, es ist irgendwie so ein ganz weirdes Material. Wir erfahren auch nicht genau, was das ist, aber es scheint jetzt schon relativ massiv zu sein. Und Bo hat einen Lupenpfeil. Natürlich hat er das. Ja, mit dem sieht er irgend so ein komisches Mineral. Ja, fliegen auch die ganze Zeit so Flocken rum, die erinnern sehr an diesen Säuresturm aus Säureschnee. dem Whispering Woods, ne? Ja, aber es ist wohl keine Säure. Es sind mehr so Pollen oder sowas. Ja, ist einfach irgendwie. It's magic! Ja, das wissen sie ja noch nicht so genau. Ja, aber Glimmer hat ein komisches Gefühl. Ja. Entschaffter meldet sich mit falscher Horlack, hinterfragt den Sinn des Lebens. Wer bin ich, wenn nicht Primes erhabener Bruder? Es ist Aber ja witzig, aber man will ihn auch einfach nur umarmen. ja, man denkt, ach, Entrapta, mach doch einfach. Ich weiß, das ist nicht dein Ding, aber mach doch einfach. Tja. Catra niest einmal, weil ihr so ein Flöckchen auf die Nase fällt und Bo findet das voll süß. Ja, was ist das? Ich meine, kennt ihr Leute, die so einen super niedlichen Nieser haben? Ja. Das ist auch putzig. Ja, dann stellt sie auch wieder den Schweif auf und ist wütend. Also, oh, je wütender du wirst, desto putziger bist du. Not cute! Ja, und dann fasst sie in diese Wand rein und merkt, oh, da kann man reinfassen und die Wand versucht mich zu fressen. Und jetzt kommen da riesige Stacheln. Stacheln raus. Spikes. Ja, die dann verfolgen. Also, die kommen nicht überall gleichzeitig, was ein Glück. Ja, ne, das wäre ja auch noch schöner, wenn bei einer Falle einfach alles gleichzeitig ausgelöst wird, um die Leute gleich zu töten. Nein, man muss denen noch eine Chance geben. Naja, gut, Das ist eine alte Fallenregel. wenn man aber bedenkt, dass diese Falle ja eine ganz andere Funktion hat, macht das sogar Sinn. Okay, eine ganz andere Funktion. Ja, es stellt sich ja nachher raus, diese Stacheln sind eh nur illusionär und das heißt, es ist sogar gar nicht sinnvoll, die Leute damit zu treffen, weil dann merken sie es ja. Ah, ja, true, hast recht. So. Ja, währenddessen Cassius Bella ist gar nicht mal so glücklich darüber, dass Shadow Weaver jetzt mit ihr da durch den Wald rennt. Ja, und Shadow Weaver ist auch irgendwie viel schneller und Caster Bella bleibt ständig irgendwo hängen. Ja, genau, und dann will sie schon fast wieder gehen. Und dann meint Shadow Weaver, ja, Maika ist viel krasser als wir beide. An seine Zauberkräfte sind wir nie rangekommen. Aber ist das echt so? Denn er war doch noch ein kleiner Junge, als sie ihn das letzte Mal gesehen hat. Ja, und schon da war sie überzeugt, das wird mal der mächtigste Zauberer ever. Ja, okay, es kann natürlich sehr gut sein, dass sie mal gegen ihn gekämpft hat, als er dann erwachsen war oder so. Ja, oder das ist einfach weiß. So, wenn der damals schon so krass war, wird der heute Dumbledore sein. Ah, diese Untertitel machen mich fertig. Immer dieses Präteritum. Die Wand verschlang mich. So reden nämlich Leute. Also im Englischen sagt sie da, why did the wall try to eat me? Ja, im Englischen ist es ja auch relativ normal, dass man Präteritum benutzt. Aber hier, man benutzt doch immer das Perfekt, wenn man Ja. so mit Leuten redet und von früheren Sachen erzählt. Ja. Man könnte es noch lyrischer sagen. Sie hätte auch sagen können, warum verschlang mich die Wand? Ja. Das klingt dann schon so wie der Anfang von einem Gedicht oder so. Ja, eben. Ja, dann Entrapta sagt dann wieder, hier müsste eigentlich eine Tür sein oder geht da mal rein. Und jetzt sind sie aber wieder da, wo sie angefangen haben. Und alles ist total Nee, 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 weird. jetzt kommen die erstmal in den Gruseltunnel. Okay. Aber war das nicht da? Naja. Nee, also, die gehen in so einen Tunnel rein und ganz ehrlich, wenn ich diesen Tunnel. Genau, der Tunnel sieht mega unheimlich aus und Catra sagt sofort: ihr wollt da doch nicht reingehen, oder? Ja, doch, Entrapta sagt, da geht's lang, dann gehen wir da hin. Ja. Mich erinnert der Tunnel total an den Tunnel zum Kern in Event Horizon. Ich weiß gar nicht warum. Der sieht gar nicht so sehr danach aus, aber er erinnert mich total daran. Wer Event Horizon kennt, dem läuft jetzt sowieso ein Schauer über den Rücken und alle anderen wissen gar nicht, wovon ich rede. Guckt den Film,
geht dann zum Psychologen und dann könnt ihr weiter, dann können wir reden. Also ich kenne den Film, aber ich habe das meiste davon schon wieder vergessen. Ist wahrscheinlich auch besser. Also ja, dieser Tunnel, ja, er endet quasi irgendwie nicht. Also der Raum verschiebt sich dann so und zieht sich wieder nach vorne. Wisst ihr, wie ich meine? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß, wie du meinst, aber ich glaube, wer das jetzt nicht gesehen hat, der versteht's nicht. Ja, es ist aber auch total blöd zu beschreiben. Also sie gehen, es ist so ein bisschen wie die endlose Treppe bei Mario 64. Sie gehen einfach immer weiter, aber sie kommen nicht an. So. Ja, der Gang verlängert sich quasi immer automatisch. Genau, und wenn sie sich jetzt umdrehen würden, was sie nicht tun, dann wären sie wieder am Anfang und würden es auch merken. Ja, der falsche Hordak hat immer noch seine Existenzkrise. Horde Prime ist nicht allmächtig. Tja, und jetzt meldet sich Entrapta mit, was macht ihr da eigentlich? Ja, du hast doch gesagt, wir sollen da reingehen. Was? Ich habe mich überhaupt nicht gemeldet. Hey, was stand da gerade in den Untertiteln? Moment. Wir sprachen seit dem letzten Stock nicht. Ja. Okay, ich könnte schwören, in der deutschen Synchro haben sie gesagt, irgendwie seit ihr los seid, haben wir noch nicht gesprochen. Ja, im Englischen sagen sie, I didn't call you since the last floor. Oh, okay, dann war das im Deutschen, glaube ich, anders, wenn Ja, ich mich aber nicht vertue. ja, macht auch nicht so wirklich Sinn, dass sie da von Floors reden, weil sie eigentlich nie das Stockwerk wechseln. Ja, also es ist ein sehr geiler Moment, aber es ist schon ein bisschen verwirrend. Also hat Entrapta jetzt wirklich noch nie mit denen telefoniert, seit die losgegangen sind? Oder die ersten Anrufe doch und dann nicht mehr? Der eine Anruf mit hier geht durch die Tür, da ist keine Tür, ja, dann mache ich eine. Der war echt. Und dann hat sie sich ja Okay. nochmal gemeldet und hat gesagt, hier, da Gruseltunnel, geht da mal rein. Und der war falsch. Hm. Ja, weil das hat mich nämlich dann im Deutschen gewundert, weil, also, zumindest wenn ich mich richtig erinnere, sagten sie da wirklich quasi, ja, ich habe euch noch gar nicht angerufen, seit ihr da los seid. Warte, da will ich jetzt noch mal kurz reinhören, ob die das da sagen. Moment. Ah, oh, okay. Gut, dann hat sie doch gesagt, das ist das erste Mal, seit wir reden, dass wir reden, seit ihr auf dieser Ebene seid. Aber für mich klang das halt so, seit ihr losgegangen seid. Ich dachte halt, Ebene, damit meint sie jetzt so, seit ihr auf diesem Planeten seid oder in dieses So. Gebäude seid. Ja, nee. Also, sie reden da schon von Floor, aber ich find's trotzdem ein bisschen komisch. Naja. Naja, aber interessant. Anscheinend gab es eine Fake-Anruferin. Ja, und jetzt fällt ihnen halt auch auf, so, oh ja, wir kommen der Tür nicht näher, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich glaube, dann taucht auch ziemlich bald Milok auf, oder? Ja, Catra heult auch schon fast. Ja, und plötzlich steht. Also plötzlich meldet sich dann ein Chapter, hey, wer ist denn der neue Freund von euch? Ich sehe da so eine Wärmesignatur hinter euch. Oh Oh, nee, ich stell, also wenn man sich Milok, so heißt die Figur, die da jetzt erscheint, mal anguckt, innerhalb dieser Cartoon-Optik sieht Milok gar nicht so spooky aus, aber man stellt sich mal vor, wie Milok in einem Realfilm aussehe. Uah. ja, true. Das kann man echt gruselig machen. Es ist halt so eine. Ja, so eine braune menschliche Silhouette mit so blau glühenden Augen, aber es hat halt kein Gesicht und sonst auch nichts. Und so eine komische, wabernde Energie um den Kopf rum. Genau. Ein bisschen Ähnlichkeit mit dem guten alten Slendy. Ja, kann schon sein. Ja, und Catra springt da auch gleich einfach rauf und ja, die fallen dann so nach draußen. Ja, warpen die nicht? Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Ja, doch, die Ich auch nicht. teleportieren. Ach so, wie Also, denn? ja, Catra springt Milok an, dann macht's einmal Blitz und dann sind sie weg. Ach so, also Milok teleportiert, meinst du? Genau. Ach so. Und dann Ja, true. verwandelt sich Milok in Catra. Beziehungsweise in eine Katze. Ja, also in etwas, das sehr ähnlich aussieht zu der Katzenform der 80er Catra. Also Die anderen es wollen. ist dann auch so eine Art Geisterkatze mit so einem Tornupto-Feuerkragen gefühlt. Ja, so ein bisschen. Also es hat halt so einen roten Kragen und es sieht sehr wütend aus. Genau, Catra ruft noch um Hilfe quasi, weil sie jetzt auch Angst hat und die anderen wollen ihr zu Hilfe kommen, aber werden von Stacheln aufgehalten. Und dann muss Catra niesen. Ja, erstmal merkt Glimmer dann, dass die Stacheln nur Illusionen sind. Denn die verbiegen sich auch so komisch und dann fasst sie da mal hin. Und ja, es ist einfach alles nur Magie und die Stacheln sind gar nicht da. Genau, und dann
Ja, dann haben sie halt keine Schwierigkeiten mehr, da durchzukommen. Und dann niest Catra halt. Ja, warte, ich. Erstmal sagt Glimmer auch noch, ja, ich hatte doch immer das Gefühl, dass es hier seltsam ist, aber das war gar kein negatives Gefühl, es ist einfach Magie. Yay. Ja, sie sagte vorher irgendwann auch so, the feeling I had, it was a bad one. Ja, aber wohl doch nicht. Ich meine, die hatten halt jetzt schon lange keine Magie mehr, seit sie von Dings Etheria aufgebrochen sind. Und ich kann es nicht ganz verstehen. Also erstmal, Glimmer kann offenbar jetzt sofort so einen Anti-Illusion-Zauber benutzen. Und offenbar auch wieder teleportieren, wenn es auch nicht ganz klappt. Ja, wahrscheinlich weil eben auf diesem Planeten Magie existiert. Und sie kann sich da sofort mit verbinden. Na gut, sie hat ja von Shadow Weaver gelernt. Ja, kann sogar sein. Ja. Und Catcher verbindet sich auch gerade so ein bisschen mit der Katze. Genau. Ja, denn also nachdem sie geniest hat, ja, niest das Kätzchen auch und sieht plötzlich netter aus und es hat dann so Das einen blauen Kätzchen, Rand. sagt sie. Ja, es ist kein kleines Kätzchen. Es ist Ja, riesengroß und brennt. jetzt aber nicht mehr. Jetzt hat es dann so einen blauen Energiekragen und putzt sich und ist voll cute. Sehr niedlich. Ja, und Ketcher versucht es jetzt zu streicheln und sich anzunähern. Ja, und irgendwie redet das Tier mit, also der Milok halt mit Catra und Catra glaubt schon, dass sie den Verstand verliert. So, ja, ihr hört's doch auch, oder? Nee. Ja. Ja, also sie hat halt jetzt mittlerweile gecheckt, dass das Wesen auf Emotionen reagiert. Also, weil sie hat vorher halt vorher wütend war und Angst hatte, war das Wesen auch wütend. Ja. Und sie überzeugt jetzt die anderen, ja, lass mich machen, ich mach das schon. Und dann wird noch so ein Licht ausgeströmt, als sie es berührt. Jetzt haben die sich so verbunden. Also meine Fantheorie ist ja übrigens, dass Krytis Catras Heimatplanet ist. Okay. Da habe ich überhaupt keinen Beweis für, aber wir wissen ja, dass Catra zusammen mit Adora irgendwo aus Out of Space geklaut wurde. Wer war das denn so? Glaub wohl, oder? Ich weiß nicht mehr. Oder war die einfach schon bei Shadow Weaver? Ja, also das Weirde ist, ich habe irgendwie auch im Kopf, dass die von woanders herkommt, aber irgendwie, wenn ich mich an die Serie zurückerinnere, war es eigentlich immer nur Adora, glaube ich. Okay, kann sogar sein, aber wir sehen nie ein anderes Katzenwesen auf Doch, doch, Etheria, doch. oder? Doch, ein paar haben wir schon gesehen. Okay. Die sahen aber ein bisschen anders aus. Ja, okay, logisch, sahen ein bisschen anders aus, wenn es welche gab. Naja. Naja. Jedenfalls erzählt Milok jetzt die Geschichte des Planeten und also Catra erzählt, Übersetzt was das. Milok ihr erzählt, genau. Übrigens ist Milok eine Figur, die es auch in der 80er-Show schon gab. Oh, tatsächlich? Ich habe das extra recherchiert, weil ich dachte, okay, das ist ein Name, der klingt nicht, als sei der neu. Und? Es war so, glaube ich, so ein Episodencharakter. Das war so eine Art Golem, der Shiras Gestalt annehmen sollte, hatte also mit Catra gar nichts zu tun. Milok heißt übrigens Golem rückwärts. Ja, also es ist mit E geschrieben. Das habe ich auch im ersten Moment nicht gehört. Ja, und es gab's halt. Es war halt auch so ein Gestaltwandler-Ding, aber das war auch schon alles an Gemeinsamkeit. Aber immerhin. Ja, also es kann sich zum Beispiel auch in Horde Prime verwandeln. Aber Ja, es wird jetzt zumindest. meistens diese Katzenform annehmen. Genau, also es kann sich auch. Also ich finde, es verwandelt sich nicht wirklich überzeugend, aber. Nee, es ist halt dann so ein leuchtendes Geisterwesen irgendwie. So. Tja. Dazwischen gibt's noch eine Szene mit Shadow Weaver und Caspar Speller, die übergehen wir jetzt mal kurz, weil das, was bei Milok passiert, ist eigentlich interessanter. Ja, also die Story ist halt quasi, Horde Prime wollte den Planeten auch die Magie absaugen, so wie bei Etheria, denn der Planet hatte voll viel Magie. Ja, nur irgendwie Milok hat ihn dann vertrieben. Ich weiß nicht genau wie, aber das ist so. Ja, also erstmal waren da auch die First Ones, also die Ah ja, genau, Gründer. stimmt, die Gründer wollten. Ja, stimmt, genau, die Gründer wollten, dass die Magie absaugen und dann kam Horde Prime. Wahrscheinlich im Rahmen des Horde Prime kämpft gegen die Gründer ist dann dieser Planet angegriffen worden und entweder Milok alleine oder auch andere haben dann Horde Prime und die Gründer, falls es die dann noch gab, vertrieben. Ja, Auf jeden also Fall ist nur Milok übrig geblieben. genau, der ist so die letzte ihrer Art. Und ja, anscheinend ist Horde Primes Schwachstelle Magie, denn anscheinend
konnte ja Milok und generell die Magie hier ihn irgendwie vertreiben. Es hätte mich echt interessiert, wie genau das vonstatten gegangen ist, weil. Mich auch. Weil was ich meine, weil ich meine, Milok, ja, ist schon cool und so, kann sich verwandeln, aber ja, was macht die denn dann gegen Horde Prime? Oder haben die auch so eine Art kleines Herz von Etheria-Ding gehabt, das sie abgefeuert haben? Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, inwiefern Magie Horde Primes Schwäche ist, wie das genau funktioniert. Ja, ist ja ganz einfach, er nimmt 1,5-fachen Schaden von Magie. Ach so, ja natürlich. Das wird sein. Ganz blöde Fragen stellen. Tja. Ist halt Typ Fee. Aber ich habe da noch eine Frage. Aber wie soll denn Milok dann den Entrapta-Anruf gefaked haben, wenn es anscheinend nicht wirklich sprechen kann? Ich weiß nicht, ob das Milok selber war oder ob das so random Illusionsmagie war, die einfach auf dem Planeten wirkt. Vielleicht hatte das auch was damit, war das auch irgendwas, was auf die Emotionen reagiert hat. Ja, okay, das kann natürlich sein. Das ist echt interessant, nur es wird halt irgendwie so wenig erklärt, was dieser ganze Planet macht. Ich finde den extrem spannend. Ja, ich habe an der Stelle, weiß ich noch, auch eigentlich fast damit gerechnet, dass sie jetzt irgendwie auf einem zerstörten Eternia landen. Was ja auch echt? Irgendwie cool gewesen. Ja, haben wir doch, als wir es das erste Mal geguckt haben, habe ich schon gesagt, ah, jetzt landen sie vielleicht auf einem kaputten Eternia, wenn sie schon auf einem anderen Planeten landen. Also ich hatte fast gedacht, dass die da jetzt irgendwie Castle Grayskull oder so finden. Ach so, ja, okay. Und ich hatte irgendwie jetzt im Kopf, aus irgendwelchen Gründen, dass sie das Katzenwesen auf Beast Island finden oder so. Keine Ahnung warum, aber weil sie halt ja auch auf so einen. Ja, ich meine, klar, Beast Island war auf Etheria, aber weil sie halt ja auch extra woanders hinfliegen und da ist auch so ein gruseliger Ort, deshalb habe ich das irgendwie so vermischt, weißt du? Okay. Ja gut, ich wusste, sie brauchen Catra, um Milok zu treffen. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das gar nicht mehr im Kopf, dass das dann so ein extra Planet war, wo die dann sind. Ich dachte, die sind dann vielleicht nochmal auf Beast Island oder so, auch wenn es gar keinen Sinn ergibt. Ach so, ja, also meinst nach der Landung nochmal. Ja, das hätte ja auch sein können, das stimmt. Naja. Also, dann bieten sie an so, ey, Milok, hier dein Planet. Ist echt schade, aber dein Planet ist halt ein Schutthaufen. Komm doch mit uns, wir haben einen Planet, der lebt noch, da gibt's auch Magie. Da findest du es bestimmt voll geil. Ja, okay, ich komm mit. Ja, also Adora freundet sich dann auch mit dem Wesen an, indem sie auch mal kurz ihre Shira-Magie so aufblinken lässt. Das ist ja coole Magie. Ich hab auch Magie. Bling, bling. Genau. Bleibt natürlich das Problem mit der Barriere, aber irgendwie kann Milok mit dem Illusionsscheiß das Schiff unsichtbar machen und dann fliegen sie einfach dran vorbei. Genau. Also ein bisschen Deus Ex Machina. Ja, also es ist auch sehr gewagt, aber die sind dann jetzt so, ja komm, wir versuchen das jetzt, wir haben nicht wirklich eine andere Wahl. So, und dann noch die Szene mit Caster Spella und Shadowweaver. Shadowweaver erklärt jetzt, ja, wir haben uns geirrt, die Gründer haben gar nicht die Magie des Planeten verstärkt, sondern haben sie nur abgeerntet und eingesperrt. Ja, also die Technik hat das eigentlich alles nicht verstärkt, sondern behindert. Ja, beziehungsweise halt alles im Heart of Etheria eingesperrt. Ja, aber dieser Planet ist eigentlich mehr so eine Art lebendes Wesen und das hat Horde Prime noch nicht so ganz gecheckt. Ich weiß sowieso nicht, wie viel der schon wirklich weiß. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was dahinter noch steckt. Oder ob da überhaupt noch viel dahinter steckt. Ja, aber ich habe ich ja schon mal gesagt, ich weiß nicht, wie viel Prime überhaupt schon weiß über das Herz von Etheria, außer großes Badabum. Hm. Naja. Ja, also die kommen dann jetzt, also die sind da bei dem Gespräch auf so einer Waldlichtung in den Whispering Woods und da liegen so ganz viele solche magische Wildschweine. Sind die da tot oder schlafen die? Ich glaube teils, teils. Ja, ich habe die Szene nicht so hundertprozentig gecheckt, was das für ein Ort ist und was genau Shadowweaver damit sagen will. Ja, so ein bisschen verwirrend. Ja, also was diese Lebewesen damit zu tun haben, habe ich auch nicht verstanden. Ja, ich meine, sie meint halt wahrscheinlich, ja, wir haben hier ganz viele magische Wesen auf Etheria und das ist eigentlich unser Vorteil, wir sollten die Magie von hier nutzen. Kann ihr bitte endlich einer in die Fresse hauen? Das haben wir jetzt, wie oft kam Shadowweaver schon so, hey, lass uns doch die Magie von Etheria anzapfen. Naja, also
Also ich meine, dass sie das Herz nicht benutzen sollen, ist ja klar, aber ich habe das jetzt hier mehr so verstanden. Sie will nicht direkt das Herz benutzen, sondern so die Magie, die noch irgendwie da ist. Ja, ich glaube, sie will einfach die Kanalisierungsmechanismen aufbrechen und die Magie, also dafür sorgen, dass nicht noch mehr Magie zum Herz geleitet wird, sondern die Magie halt nutzen. Ja, das wird sein. Aber es klingt halt schon wieder wie, lass uns doch das Herz abfeuern. Ja, aber sie sagt dann zu Castus Bella auch, jo, und wenn ich versuchen sollte, das für meine eigenen Zwecke zu nutzen, dann bring mich halt um. Als ob sie das könnte. Tja, aber jedenfalls weiß man jetzt, dass Shadow Weaver es ernst meint. Ja, man wartet ja immer noch die ganze Zeit darauf. Ich habe bis zum Schluss gedacht, Shadow Weaver muss die noch irgendwie verraten. Das ist doch Shadow Weaver. Die ist doch die Böse. Nein, Ja, ne, jetzt nicht mehr. Spoiler. Ja, und schon eine ganze Weile nicht mehr. Also seit sie bei der Horde weg ist. Also Ja. eigentlich seit Staffel 2. Ja, ich hatte auch irgendwie im Kopf, dass sie viel länger böse ist, aber nö. Ja, weil man, also gut, warum du es im Kopf hattest, weiß ich gar nicht. Ich hatte es im Kopf, weil ich halt wusste, ja, Shadow Weaver ist halt die Böse. Wieso ist sie nicht böse? Ja, das war dann diese Folge. Hast du sonst noch was dazu zu sagen? Sie endet mit We are home. Ah ja, stimmt, ja klar, am Ende landen sie ja erst noch und Genau. freuen sich und es ist voll der schöne Sonnenaufgang oder sowas. Auf jeden Fall sieht es extrem schön aus und sie heulen vor Freude so ein bisschen. Ja, der Planet ist im Moment eine ziemliche Shitshow, aber da sieht's gerade echt nett aus. Ja, es wäre aber auch ein bisschen schade gewesen, wenn man dann jetzt hier gezeigt hätte, wie schlimm es da eigentlich gerade ist. Ist es eigentlich ganz cool, dass sie dann doch mal so einen kleinen Moment haben von, yay, wir sind wieder zu Hause, die ganzen Reisen haben sich gelohnt. Ja, sie waren 6 Folgen weg. Ja, das ist schon krass. Okay, ja, dann, es gibt noch die neue Best Friend Squad Umarmung jetzt mit Catra. Ja, die das erstmal gar nicht mag und auch den Arm wegreißt, als Adora ihren Arm hält. Nein, sie gehört jetzt dazu. Ja. Damit ist es Cute. eigentlich, jetzt ist es eigentlich nicht mehr das Best Friend Squad, jetzt sind es eigentlich zwei Pärchen. Die machen dann in Zukunft bestimmt auch ganz viele Double Dates oder so. Ja, bestimmt. Ja, und eine Katze ist auch dabei. Und Entrapta. Und Entraptas Haustier. Also der falsche Club, der falsche Horder. Ja. Also, bis jetzt ist er wirklich noch. Achso, genau, der hat seine Sinnkrise auch überwunden und hat jetzt eingesehen, Horde Prime hat uns alle angelogen. Also, er ist jetzt überzeugt bei der Rebellion. Hooray! Ja, das finde ich echt nice. Wie der dann halt das erfährt, dass Horde Prime sich zurückgezogen hat und dann gestruggelt hat. Ja, dann ist er ja gar nicht allmächtig. Das heißt, er hat uns angelogen. Das heißt, er ist voll scheiße. Ja, und Das das ist meine ich ein mit die falscher Klone. Herrscher. Die Klone haben offenbar so eine Art eigene Persönlichkeit, die halt permanent unterdrückt ist. Na, ich weiß nicht. Ich verstehe das halt eher so. Sie haben keine Persönlichkeit, solange sie an diesem Schwarmding angeschlossen sind, aber sie haben das Potenzial, eine Persönlichkeit zu entfalten. Ich glaube nicht, dass die anderen so eine ausgeprägte Persönlichkeit haben und das nur unterdrücken. Also ich glaube, das wird schon unterdrückt und wenn die dann nicht mehr am Hive-Mind hängen, dann sitzen die da, genau wie der falsche Hordak jetzt. Oh, ich habe so eine Art Persönlichkeit. Was mache ich denn jetzt damit? Ja Und dann klar, wenn, ja klar. brauchen sie halt einen Moment, bis sie so richtig Persönlichkeit haben. Aber ich glaube, die ist eigentlich schon die ganze Zeit da, nur völlig unterdrückt. Okay, ja, weiß ich nicht. Wie bei den Borg halt. Dazu Neues kann Team. ich nichts sagen. Andy Stevenson muss Star Trek-Fan sein. Das kann ich mir alles nicht anders erklären. Okay, das war Folge 47. Ich guck noch mal in meine Notizen. Nee, alles klar, hab ein Notizpunkt, eine ganze Zeile. Ja, wie Ja. fandst du die Folge? Sehr geil. Ich habe tatsächlich auch der 5 Punkte gegeben. Okay. Also, ich weiß nicht, also ich fand diese ganze Inselsache so gut gemacht mit diesem Gruselfaktor. Ich fand das sogar eigentlich noch deutlich besser als Beast Island, weil das hier war halt wirklich gruselig. Mit diesen unbekannten Materialien oder dieser Gang und dann natürlich, als sie herausfinden, dass der Chopper gar nicht angerufen hat. Das ist schon geil. Ich fand, das war Ja, besser als Beast Island. das schon. Also ich hatte hier, wie gesagt, auch starke Event Horizon Vibes irgendwie. Weiß auch nicht. Aber dafür kam zu wenig Payoff. Aber das war natürlich gewollt.
Weil es war dann so, nee, nee, ist gar nicht gruselig, die sind voll nett. Ja, das stimmt. Aber es war dann trotzdem voll cute mit Milog. Dann auch die Sinnkrise von dem Über die haben wir Hordak-Klon. jetzt gar nicht so viel gesprochen, aber der ist ja eigentlich bei jedem Funkspruch hörst du den ja. Aber Wie der rumjammert. da, ja, wie er immer näher dazu zu seiner Erkenntnis kommt, das ist schon geil gemacht. Ja, das stimmt. Also es ist halt wirklich, er ist zwar schon der Comedy-Charakter, aber man macht auch wirklich was aus dem und man fühlt trotzdem mit dem mit irgendwie. Ja, also ich habe ihm nur 4 gegeben, weil irgendwas, ich weiß nicht genau was, aber irgendwas fehlte mir bei der Folge einfach. Ja, das verstehe ich auch. Also klar, auf Etheria ist da natürlich auch nicht viel passiert. Aber ich fand, dass das auf, wie hieß es? Der Planet Kritis. Krytis fand ich schon geil. Also ich würde sagen 4 oder vielleicht auch 5. Okay, wer war dein persönlicher Win der Folge? Da konnte ich mich nicht entscheiden. Ich habe verschiedene Kandidaten. Zum Beispiel Fake Hordak, der ja, hat seine Sinnkrise überwunden. Ja, der war bei mir auch in der engeren Auswahl. Ich hatte auch noch Milog, der hat jetzt neue Freunde gefunden. Die, es ist ja eigentlich ein Weibchen, Ist sie hat jetzt es? neue. Ich glaube, sie sagen im Deutschen immer sie. Okay, ich dachte, es ist geschlechtslos. Ja, weiß ich nicht, im Deutschen ist es sie. Sie hat neue Freunde gefunden und kommt jetzt vom Planeten weg, das ist doch was. Naja, oder wahrscheinlich wird das der Win, Catra. Ja, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Catras erste Mission, Catras Catras erste erste Mission. Mission. Das wäre auch ein schöner Ja. Episodentitel gewesen. Maybe. Wer würdest du denn sagen, war der Fail der Folge? Ja, da war ich nicht wirklich sicher. Eigentlich ist mir niemand eingefallen. Ich lese dir mal vor, was bei mir steht. Ja? Bei mir steht, naja, eigentlich niemand, also sagen wir Prime. Same! Ich habe dann auch so fragezeichenmäßig aufgeschrieben, ja, vielleicht Horde Prime, weil die da jetzt die Barriere durchdrungen haben und wieder da sind. Weil was Besseres fällt mir halt jetzt auch nicht ein. Ist ja aufgefallen, der hat sich jetzt auch, glaube ich, mindestens 2 Folgen gar nicht mehr blicken lassen, ne? Ja, stimmt. Oder ich glaube sogar, der hat sich auch schon in der letzten, also in der zweiten Folge vom letzten Mal relativ rar gemacht. Da hat er eigentlich immer nur auf dem Bildschirm gestarrt. Ja, dafür hatten wir ihn aber in den ersten paar Folgen der Staffel extrem oft. Also der muss mal langsam, muss er loslegen, sonst geht das ganz furchtbar in die Binsen, obwohl es gerade richtig gut für ihn läuft. Ja, nur für die Rebellion läuft's langsam auch wieder richtig gut. Ja, geht. Also Sie haben jetzt wieder eine für She-Ra. Das Adora ist. und Co., meine ich. Für den Rest der Ja. Rebellion nicht so toll, ja. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich es nicht mehr weiß, wie es war, wie das eigentlich abläuft, wenn die jetzt erfahren, wie scheiße die Lage eigentlich ist. Tja, das werden wir dann sehen. Okay. Dann wäre ich soweit durch, glaube ich. Ich auch. Dann sage ich an der Stelle einfach schon mal Ciao, ciao. Prime weiß alles. Prime sieht alles. Ja, ich sage auch vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gern Kommentare, hinterlasst auch gerne einen Like oder ein Abo oder schaut beim MadEye vorbei. Ihr habt sehr viele Möglichkeiten und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Freunde gegen Freunde kämpfen, wir Bows Väter wieder treffen und Pläne um das Herz von Etheria geschmiedet werden. You have the power.